Ruhe bewahren und bei. Oh. Jetzt müssen wir hier eine Escort-Quest machen. Ich hasse es. Ich hasse Escort-Quests. So, komm über den Fluss, du Dummkopf. Hä? Oh. Ja, komm her, Bär. So wenig wie dein Schniedel eine Zeltstadt. Komm her, Schwein. Au, Scheiße. Los. Oh, ich will das Schweinchen nicht töten. Ich habe heute schon genug Schweinen was angetan. Komm her, Schweinchen. Los. Aua. So. Och, Menno. Hä? Ich hab doch gar nicht gedrückt. Sag mal, meinst du, dass Bären manchmal wie Wildschweine aussehen? Möglicherweise. Ich kann nicht gut gucken. Und ich bin Feuerschlucker, kein verdammter Naturkundler. Stimmt. Schweinebären, Bärschweinmänner, Schweinebärmänner, alles dasselbe. David Arkenstein. Hör hallo. Zu, Meister Gartenklein. Bleib bei und dir wird kein Leid geschehen. Ich Gartenklein, dafür, Gänsefein. Dass deine trunkene Feuerspuckvisage sicher bei der Hochzeit landet. Au! Ah, Teller, Ellbogen, Schmerzen. Was kommt davon, wenn ich immer alles hier vollmülle? Der hat aber auch einen Wortschatz. Und das war mein Werk, wenn ich das anlernte. Danke, du bescheidener Mann. Und Satan? Was ist mit ihm? In seiner Hütte. Ist er nicht zurückgekehrt? Doch, ist er. Er verhält sich nur sehr merkwürdig. Oh, der ist ein Süßi. Scheint völlig verwirrt zu sein und ist steif wie eine Karotte. Steif. Vielleicht hat er Nachtschatten oder so etwas verspeist. Warum sagt er denen das denn nicht? Eure Aufmerksamkeit, bitte. Der ist anstrengend, der Typ. Des spektakulären Auftritts eines furchtlosen Mannes, der Flammen verspeist. Das kann ja was werden. Müssen wir sehen. Ich habe so etwas zu Lebzeiten nie erlebt. Wow. Stell dich noch ein bisschen näher ran, damit du besser siehst. Weiß ich nicht, ob das so schlau ist, besoffen mit Feuer rumzufuchteln und sich dann in die Kehle zu schieben, aber... Soll ja nicht an mir liegen, ne? Dann bitte. Das Kind ist voll in Trance. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und keiner interessiert sich so dafür. Ah, süß, da verliebt sie sich. Ach, und im Hintergrund ist auch Liebe. Love is in the air. Na, 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 na. Das Feuer glitscht falsch. Ist ihr auch gerade aufgefallen. Oder ihm? Nee, ihr. Ich glaube, das sind Junge und Mädchen. Tolle Wurst. Und dafür haben wir den Idioten jetzt da vom Baum geholt. So, geht's mal weiter, was? Ah, mein erster Hexerauftrag. Erledigt. Jeder, okay, hübscher. Gefunden, sein Arsch gerettet. Arsch gerettet. Ah, hier ist. Weiterleben, wäre ich ein Hexer. Ausmachen. Das sollte ich nicht tun. Vielleicht sollte ich noch Pintchen trinken. Pintchen? Ja, da war's. Moment. Ah, anvisieren. Ist nicht so einfach. Trinken. Schissel. Dreh dich rum. Trinken. Schönen Namen schlage ich nie etwas an. Auf dein holdes Antlitz. Und auf deins natürlich. Wo auch immer sie ist. Auf deine Gesundheit und dein Wohl. Ja, dann wanken wir mal hier rüber, ne? Beziehungsweise hier erstmal so hoch. Huh, da wollte ich gar nicht hin. Der bei denen, die hier am Reihen sind? Nee, eher sie hier. Das ist aber auch ein Gelage, meine Fresse. Bist du, meine Liebe, die Herrlichste. Hä, was soll ich denn hier? Das ist ja gut, ey. Durchaus nicht.
Ich mag meine Frauen wie meine Pfirsiche. Ekelhaft! Ekelhaft! Ekelhafte Aussage! Ekelhaft! Ekelhaft! Du hast auf jeden Fall so geil getanzt. Was ist mit dir? Weiß noch nicht. Wohin so eilig? Nee, hab ich nicht. Alles gut. Schon wieder saufen hier, oder was? Da steht ein Kelch. Vielleicht müssen wir den Kelch nehmen. Ach, halt doch das Maul. Geh doch mal aus dem Weg. So. Vielleicht sollen wir hier auf dem Tisch tanzen. Wir machen erstmal die Kerze aus. Was ist denn mit ihm? Warum läuft er denn so? Was soll ich denn hier tun? Ach, da in der Ecke steht ja auch noch eine. Hussa! Hä? Ach, darüber. Oh, dumm. So, ich mache jetzt erstmal hier alle Kerzen aus. Ja, sind sie. Meine Arschhaare sind auch grau. Hör, aus dem Weg, ihr Dummköpfchen. Ich muss irgendwie jetzt hier hoch, ne? Treppe? Treppe? Fragezeichen? Geh doch mal weg. Wo ist denn hier die Treppe? Hey da, Zwerg, wo geht es denn hier hoch? Hier offensichtlich nicht. Keine Treppe. Aus dem Weg, du betrunkener Dummkopf. Tölpel. Überall Tölpel. Hä, wo geht's denn hier hoch? Okay, vielleicht muss ich hinten rum. Ha, hinten rum. Gucken wir mal. Ach, hier. Oh. Hä, aber ist das die richtige? Wie kommt man denn da hoch? Da oben muss ich irgendwie hin. Durch das Haus macht ja keinen Sinn, gell? Kann ich hier die Wand hoch? Nee. Die Wand kann ich auch nicht hoch. Dann gehe ich mal an den Kotzenden vorbei. Vielleicht kann man hier rein. Verschlossen. Okay, das ist ein kleiner Junge, der im Gebüsch hockt. Und AA macht offensichtlich. Komme ich hier rüber? Nee. Gesundheit. So, wo könnte ich denn hier lang müssen? Geh mal weg, Trulla. Hä, das kann doch nicht richtig sein. Laufen! Rennen! So, dann trinken wir mal bei den Gnomen hier noch einen. Aber erstmal machen wir die Kerze aus. So, Schluss jetzt hier. Aha. Willst du vielleicht eine mit uns spielen? Hm. Da musst du mich nicht zweimal fragen, Wicht. Ja, eben, Wicht. Kein Grund, beleidigen zu werden. Ich sag nur, wie es ist. Tut mir leid, sorry. Tut mir leid. Ich wollte niemanden kränken. Das wollte Schurkisch nicht. Hättest du ihn nicht Wicht genannt. Ich hab mich entschuldigt. Die sind aber empfindlich. Was soll ich tun? Ihn Blumen kaufen? Ja. Spiel einfach und hör auf zu reden. Ah, ich bin gar nicht so der Fan von Gwind. Was ist dein Einsatz? Alles. Ich gehe aufs Ganze. Nein, ich bin eine ganz schlechte Gwind-Spielerin. Ich wusste nicht, dass du so ein Zocker bist. Du wirst heute noch viele Seiten an mir kennenlernen, Liebes. Nein, wir haben schon viel zu viele kennengelernt. Viele reicht langsam. Große Seiten. Ja, da schütteln sie zurecht die Köpfe. Bei uns muss der Verlierer die Köpfe. Nur Eselsohren aufsetzen. So wie er, aber die sind süß. Das schert mich nicht. Ich Ach, werde toll. Wir werden Eselsohren tragen. Ich sehe das schon kommen. Ich habe absolut keinen Plan von Gwind. Das muss ich mal sagen. Ja, kein Plan. Wir nehmen mal... Ja, komm, Spiel starten. Ich habe keine Ahnung von Gwind. Ich beginne. Na, großartig. Das da. Ja. Ich habe...
Ich habe Quint nie großartig gespielt. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Kann ich bitte einfach aufgeben oder so? Ja, ist okay. Ich kann keinen Quint. Gib mir deinen Einsatz. Also alles. Was? Also, vielleicht können wir uns einigen. Der kann doch nicht unsere komplette Kohle hier verzocken. Her mit dem Geld. Frechheit, nein. Was machen wir denn jetzt? Anderer Leute Geld verzocken ist einfach. Ja, allerdings. Ich wollte da muss ich glatt niesen. Das Geld geben. Im Grab kann ich es nicht brauchen. Ja, danke. Aber du hast verloren, also zahl. Ja, eben. Sowas? Er redet mit sich selbst? Der muss ja strunzblau sein. Eine Saufnase plündern wir nicht. Lass ihn die Eselsohren aufsetzen und gut. So einfach geht das. Ja, ich bin betrunken. Der Typ braucht eine Lektion. Er soll die Ohren aufsetzen und uns 5% seiner Barschaft geben. Genau, er ist besoffen. Lasst ihn uns nicht ausplündern, sondern noch Mathe machen. Gehört. Jetzt läuft meine Nase, nein, weil ich verstanden. Niesen musste. Ihr bekommt 5% und ich trage die Kappe. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Und Wladimir von Everreck ist ein Ehrenmann. Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. Itchi, 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 itchi. Hörst du? Er ist so voll, dass er sich für Wladimir von Everreck hält. Der Gauner ist längst kalt. Genau. Oh, jetzt lästern die und wir fangen eine Prügelei an. Mit diesen Ohren siehst du ist sehr das süß. Interessant aus. Dafür den Anblick hätte ich sogar absichtlich verloren, selbst Trink, wenn ich es gekonnt hätte. Das ist schließlich eine Hochzeit. Trink. Putzig. Meine Zeit ist so kurz wie ihr, Freunde. Kannst du aber auch nicht bleiben auf lassen, die ne? Hexer und seine Angetraute. Hörst du, Shani? Meine Verlobte? Mm. Weißt du, was das heißt? Wir knutschen. Nein. Wir sollten uns wie Verlobte betragen. Und knutschen. Und zwar? Ich mach dir den Hof, du ziehst dich und jeder weiß, wie es enden wird. Hallo. Ah, was für eine Vorstellung. Möge der Spaß weitergehen. Er sieht so großartig mit diesen putzigen Öhrchen aus. Ah, oh, ist das süß. Ich mach mich ein. Guckt mal. Die Eselsohren stehen dir toll. Oh, ist das süß. Was für ein Spaß, dieses Spiel. Weiter zum nächsten Vergnügen. Ach, bitte nicht. Können die Vergnügungen nicht endlich mal ein Ende haben? Es ist doch schon Mitternacht. Gott sei Dank ist es ja jetzt schon fast Mitternacht. Die Haubenzeremonie. Ja, ach so, stimmt. Jetzt kommt sie unter die Haube. Oh, furchtbar. Dann kriegt die so ein Häubchen auf. Daher kommt nämlich die Redensart, Bildungstrag erfüllt. Jetzt kriegt sie ein Ehefrauenhäubchen auf. Ich eine Weile. Als Brautjungfer gehöre ich bei der Haubenzeremonie zur Braut. Ja, die Mädels tragen nämlich Zöpfe, solange sie unverheiratet sind. Und wenn sie verheiratet sind, kriegen sie ein Häubchen auf. Deswegen kommt man unter die Haube. Oh Mann! Wer sich jetzt fragt, was gerade geschehen ist, warum wir plötzlich wieder im Menü sind. Mein kompletter PC ist gerade abgekackt. Meine komplette Aufnahme ist abgekackt. Mein Ton ist abgekackt und ungefähr... Ja, eine halbe Stunde von der Story fehlt euch und uns jetzt. Ich hasse Technik. Ich fasse kurz zusammen, was passiert ist. Also, ich weiß nicht, wo es ungefähr gestoppt hat, aber wir sind ja auf diesem Fest gewesen. Das Mädel kam unter die Haube. Dann kam der Halbglatzenkopfmann, der dieser Hexer ist, dieser Zauberer ist, von dem wir nicht genau wissen, wer es ist. Und hat uns den Geist ausgetrieben, der wollte nämlich nicht gehen. Und dann haben wir mit der Shanti, oder Shani heißt sie, rumgepimpert auf einem Boot. Sie hat dabei gekotzt und das war's. Ende der Geschichte. Wir gehen mal auf Fortfahren. Ich bin so angenervt gerade, dass das passiert ist. Was ihr nicht wisst, ist nämlich, dass ich nach der halben Stunde Witcher noch über eine Stunde Alice aufgenommen habe. Wo jetzt auch der Ton fehlt. Das heißt, wenn wir gleich rüber switchen von Witcher zu Alice, dann, Moment. Dann fehlt uns auch da ein Teil der Story. Ich habe Gott sei Dank nicht so viel davon gespielt. Kleinen Augenblick.
Wo wollte ich jetzt hin? Da. So. Ja, also nochmal kurz zur Erklärung. Hier war das Ganze. Und was wir gerade eben auch herausgefunden haben, Geralt war gerade nackt hier am Liegen und die haben ihm keinen Penis animiert. Ich verstehe nicht, wieso. Es gibt keinen Penis von Geralt. Finde ich nicht okay. Ganz ehrlich. Alle meine Träume und Vorstellungen und Wunschvorstellungen sind zerstört worden. So. Aufsitzen. Haben wir es uns nämlich hier schön mit der Flasche auf dem Teppich bequem gemacht. Naja. Dann wollen wir mal los, was? Wir haben nämlich jetzt... Ah, geh doch hier hin. Okay, rückwärts fährt. Wir haben nämlich... Ja, ist ja gut. Ich glaube, da können wir gar nicht lang. Wir haben nämlich jetzt die erste Aufgabe ja erfüllt. Und das müssen wir dem Olgierd ja jetzt sagen, dass wir das getan haben. Ah, und, was ihr auch nicht mitbekommen habt, der Olgierd hat noch einen Brief geschrieben, als er in Geralt war. Und den sollen wir... Ach, der hieß nicht Olgierd, der hieß Wladimir. Der Wladimir, der Geist. Der hat noch einen Brief geschrieben, hat uns gebeten, den dem guten Olgierd zu geben. Und das werden wir natürlich tun. Und die hier sammeln jetzt schon wieder fleißig Kräuter, weil die Partei ist vorbei. So. Ja, schade, ne? Es ist eigentlich super. Aber auf der anderen Seite bin ich auch ganz froh, irgendwo, dass diese Aufnahme von gerade eben verschwunden ist, weil da unter anderem eine Semi-Sex-Szene dabei war. Das wäre zwar gut für die Quote gewesen, aber das hätte ich mir mit euch zusammen nicht angucken wollen. Das wäre irgendwie ein bisschen peinlich wäre das gewesen. Naja. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo es denn dann hier lang geht. Wow. Moment. Aber das könnten wir ja eigentlich mal ausmerzen, nicht wahr? Komm, Plötze, steig mal ab. Ja, genau, Plötze, steig du mal von mir ab. Oh, falsches Zeichen. So. Dann kommt mal her. Hier. Zack. Na, komm schon. Kopf abgeschossen. Die sind flink, die Biester. Und quieken ziemlich. Und da rollt noch ein Kopf. Da rollt noch ein Kopf. Hast du gedacht, du Trottel, ne? Hast du aber falsch gedacht. So, komm schon. Ha! Platt gemacht, würde ich sagen. Kann man alles noch gebrauchen. Jetzt stecken wir erstmal das Ding hier an. Sie graben sich raus. Genau, deswegen machen wir hier das jetzt einmal kaputt. Da hinten ist noch ein Banditenversteck, sehe ich gerade. Gut. Schön. Schön, dann laufen wir mal dahin. Nee. Einmal über den Graben gesprungen wie ein junges Pferd. Hier ist gar nichts. Sollte hier nicht irgendwie ein Versteck oder so ein Scheiß sein? Hm. Was soll denn das sein? Ich bin irritiert. Ja, kommt mal her, ihr kleinen Biester. Ach, da ist noch eins. Oh Gott. Machen wir gerne. Machen wir sogar umsonst. Kommt her. Säbelschwingender Irrer. Zack, zack, zack. So, da auch. Ah. Komm schon. Ah! Bein ausgerissen. Kopf abgehackt. Weg. Auch tot gemacht. Die Necker tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Machen wir auch mal kaputt.
Boots. Komm schon. Bäm. Ja, cool, hä? Okay. Und jetzt freuen sich die Bauern, oder was? Dieses bartlose Gesicht, ne? Gefahr gebannt, die Bevölkerung ist zurückgekehrt. Ach so, weil wir die Dingsnester, das habe ich noch nicht so oft gemacht, muss ich tatsächlich gestehen. Deswegen wusste ich nicht, dass das passiert. Egal. Schwingen wir uns auf den Gaul und reiten weiter. Los, lauf! Wir haben unsere Witcher-Hexer-Auftrag haben wir erfüllt. So sieht es nämlich aus. Und jetzt galoppieren wir mal Richtung Olgiert und sein blödes Anwesen. Wobei ich immer noch nicht weiß, warum der gerade eben die Tonaufnahme verkackt hat. Ich bin echt geängstigt jetzt gerade, muss ich sagen. Und habe Angst, dass der mir den Ton wieder versemmelt. Das wäre wirklich ätzend. Gibt nichts Schlimmeres für jemanden, der Videos aufnimmt, als wenn er aufgenommen hat, sich mega selber gefeiert hat und dann die Aufnahme nicht da ist. Das ist so richtig ätzend. Richtig, 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 richtig ätzend. Hier war ich aber schon. Hier war ich schon mal. Meine ich. Zumindest. Konnte mich an die Brücke erinnern. Es kann auch sein, dass ich da langschlawenzelt bin, als ich mir die Schani klar gemacht habe. Die dann beim Sex gekotzt hat, weil sie zu besoffen war. Situationen, die das Leben schreibt. Banditenlager. Auch mal ab, Pferd. Hä? Ja. Ja, ist okay. Was für eine komische Ansage. Ah! Los! Eieieiei, die sind aber kräftig unterwegs hier. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich werde verprügelt, ich werde verprügelt. Ich werde furchtbar verprügelt. Ich werde furchtbar verprügelt. Zack. Ah, ich werde ganz furchtbar verprügelt. Komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her. Nein, ich werde verprügelt. Verprügelt. So. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's hier ab. Jetzt geht das hier ab. Du kannst mich mal am Dülledöppchen, kannst du mich mal. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Komm schon. So. Ah, komm. Es war überhaupt nicht schlau, das hier zu machen, aber gut. Komm her. Komm her, kommt her, kommt her. Jok! Ah, verdammt! Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn gleich. Moment. Du auch noch, du Dummkopf mit deinem... Komm her. Uah, fertig gemacht habe ich dich. Ich hoffe, der Loot lohnt sich auch für die ganze Arbeit hier. Der mit seinem doofen Schild, ne? Komm schon. So. Ich will hinter denen. Aha. Oder ihn auch in zwei Teilen. Alternativ das. Hm, nicht schlecht. Was haben wir hier? Guck mal, wie der liegt. Guck mal, wie der liegt. Haha, im Spagat gestorben. Welchen habe ich noch nicht gelootet? Da hinten liegen noch Loots. Den habe ich auch noch nicht. Eine Tabakpfeife. Na, dafür hat sich der Kampf doch gelohnt.